Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Marokkanische Gebäckstücke werden bei besonderen Gelegenheiten und Familienfeiern wie Hochzeiten, Geburten und religiöse Festtage sowie zum Nachmittagstee reichlich aufgetischt. Mandelgebäck, Wilmhentscha und Cabrezel verleihte zu Zeiten der Sultane und Kalifen einen entzückten Glanz in die Augen. Die bekanntesten marokkanischen Gebäcke sind Cabrezel, übersetzt heißen die Gazellenhörner, das sind so halbmondförmige Gebäckstücke, und Wilmhentscha, die übersetzt aufgerollte Schlange heißt. Es ist ein flaches, rundes Gebäck und alles mit einer sehr fein würzigen Mandelmasse gefüllt. In diesem Video zeige ich zwar kein traditionelles, sondern eher ein modernes Mandelgebäck. Dieses Gebäck habe ich Jasminblume genannt, weil es der Jasminpflanze ähnelt. Optisch auffallend wie die dekorativen weißen Blätter und die Füllung ist köstlich schmeckend wie die duftenden schönen Blüten. Ich würde euch jetzt mal gerne dafür die Zutaten zeigen. Und dafür brauchen wir für den Teig 500 Gramm Mehl, 100 Gramm geschmolzene Margarine, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Orangenblütenwasser und ca. 70 ml Wasser. Und für die Füllung benötigen wir 500 Gramm gemahlene Mandeln, die sind bereits blanchiert, 220 Gramm Zucker, 1,5 Eiweiß, 9 Gramm Vanillezucker und für die Deko ein paar Haselnusskerne. Außerdem benötigen wir 2 quadratische Ausstechformen. Die erste ist 7x7 cm groß und die zweite 5x5 cm. Um die Deko nachher ausstechen zu können, brauchen wir dafür 2 kleine Blumenausstecher in 2 unterschiedlichen Größen, die so eine leichte sternartige Linienform haben. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr auch eine ganz normale Blumenform nehmen. Ich beginne zunächst mit dem Teig. Dafür vermische ich zunächst alle trockenen Zutaten miteinander und füge dann die geschmolzene Butter hinzu und rühre die Masse so lange durch, bis sie streuselig wird. Wenn ich dann einen streuselartigen Teig erreicht habe, gebe ich dann das Orangenblütenwasser hinzu und nach Wasser hinein. Ihr müsst Wasser nur in kleinen Mengen hinzufügen. Der Teig darf also nicht allzu feucht sein, wenn man den knetet. Und wenn der dann zusammengeformt ist und nicht mehr auseinanderfällt, nehme ich den dann aus der Schüssel raus und knete ihn richtig gut auf eine Arbeitsplatte durch. Ich knete meinen ca. 10 Minuten lang und wichtig ist dabei, dass ihr den Teig mit dem unteren Teil der Handinnenfläche weich knetet. Am Ende sollte es ein fester Teig sein. Den wickele ich jetzt in Frischhaltefolie und lasse den für 15 Minuten ruhen. Für die Füllung geben wir die blanchierten gemahlenen Mandeln in eine große Schüssel und fügen die restlichen Zutaten wie Zucker, Vanillezucker und Eiweiß hinzu. Vorher verquirle ich das Eiweiß mit einer Gabel, damit es sich auflösen kann und nicht als Ganzes reinfließt. Und nach das restliche Eiweiß hineingeben. Je nachdem, wie die Größe des Eis ist, könnt ihr bis zu 1,5 Eiweiß. Soweit ich mich erinnern kann, eine Eigröße M und deshalb habe ich nur ein Eiweiß gebraucht. Wir kneten alles gut durch und währenddessen übe ich auch gleichzeitig Druck aus mit meinen Fingern, damit sich der Zucker schneller auflösen kann. Wenn ihr am Ende eine Masse habt, die zusammenklebt, wie hier zu sehen ist, das heißt, wenn ihr ein Stück Mandelmasse zwischen den Fingern nehmt und zusammendrückt und die nicht auseinanderbröselt, dann habt ihr die richtige Konsistenz erreicht. Versucht ruhig eine Kugel zu formen und wenn die nicht an den Seiten reißt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Danach könnt ihr direkt kleine Bällchen formen, die 20 Gramm wiegen und dann auf den Teller legen. Wiegt die am besten ab, um alle Kekse gleichmäßig zu bekommen. Teig habe ich ein Stück entnommen, was ca. 60 Gramm wiegt und mit Backkakao gefärbt. Ich habe ca. 4 Esslöffel in den Teig gegeben und den Kakao ordentlich untergeknetet. Ihr könnt auch alternativ braune Lebensmittelfarbe nehmen, aber kein Kaba oder Trinkkakaopulver, sondern wirklich rein Backkakao. Und achtet bitte darauf, dass die Teigmassen immer in Frischhaltefolie eingewickelt sind, denn bleiben die ungewickelt liegen, trocknet der Teig aus und man kann den nicht mehr formen.
So, und jetzt geht's an die Kunst. Zuerst den hellen Teig in zwei Stücke teilen und eine Hälfte auf eine bemehlte Arbeitsfläche ausrollen. Und denkt dran, die andere Hälfte immer einzuwickeln. Nachdem ich den Teig mit einem Ausrollstab leicht ausgerollt habe, werde ich den noch ein zweites Mal mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen. Und dafür stellt ihr zuerst eine Nudelmaschine auf Nummer 2, den Teig einmal durchziehen und dann auf Nummer 5 einstellen. Und mit dieser Einstellung rolle ich den Teig immer dünn aus. Wenn ihr aber eine Maschine habt, die eine entgegengesetzte Einstellung hat, wo die Stärke beispielsweise bei 10 beginnt, dann fängt ihr bei 9 an und rollt mit 6 aus. Und das gleiche mache ich mit dem dunklen Teig. Bevor ich den Teig durchziehe, wird er vorher immer mit etwas Mehl bestäubt. Dann steche ich mit der großen Form Quadrate aus und die kleine benutze ich nur dafür, dass ich mir die Kanten kennzeichne. Die setze ich mittig auf und drücke die ganz leicht an. So erhalte ich einen Abdruck, wo ich jetzt ganz einfach nur die Ecken rundherum schneiden kann, ohne die Linien dabei durchzuschneiden. Ich nehme dann eine Mandelkugel und lege die mittig auf das kleine Quadrat. Die Oberfläche und die Seiten bestreiche ich komplett mit Eiweiß ein und schlage jede einzelne Ecke auf die Oberfläche. Die abstehenden Kanten bestreiche ich ebenfalls mit Eiweiß und klebe die bis zur Hälfte an den Seiten an. Die Spitze wird zurückgedrückt, sodass sie leicht absteht. Aus dem Blumenförmchen steche ich eine große dunkle Blume und eine kleine helle Blume aus, sodass da ein Kontrast entsteht. Und Eiweiß ist hier mein perfekter Kleber während der ganzen Arbeit und deshalb bestreiche ich immer die Oberflächen damit ein. Die dunkle Blume lege ich unten und die helle einfach oben drauf. Und den krönenden Abschluss bildet eine ganze Haselnuss. Bevor diese Kunstwerke in den Ofen kommen, müssen die 4-5 Stunden Luft trocknen. Das heißt, dass ihr die Gebäckstücke auf ein Backblech unbedeckt bei Zimmertemperatur trocknen lässt. Das erkennt man daran, wenn sich der Teig
verhärtet und die Farbe leicht gelblich verändert. Ihr könnt die auch am nächsten Tag backen, umso besser ist das, also je länger sie lufttrocknen, umso schöner werden die. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum müssen die lufttrocknen? Ganz einfach, weil sonst die ganzen Verzierungen während des Backvorgangs zusammenfallen und dann wäre die ganze mühevolle Arbeit umsonst. Und das ist schon wirklich ärgerlich. Also deshalb mindestens 5 Stunden lufttrocknen und dann bei 150 Grad für 10 bis 15 Minuten backen. Die Farbe darf sich dabei nicht goldbraun verändern. Wenn die dann aus dem Ofen kommen, lassen wir die noch abkühlen und bestreichen die mit Nappage. Nappage ist ein klarer Überguss oder eine Gelschicht, die das Gebäck vor dem Austrocknen schützt und verleiht dem außerdem den erwünschten Oberflächenglanz. Aber falls ihr keinen Nappage zu Hause habt, dann könnt ihr alternativ dafür hellen Honig nehmen. Da taucht ihr das Gebäck in Honig, den ihr vorher in einem Topf erwärmt habt, damit er etwas flüssiger wird, und das Kleingebäck darin 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Danach vorsichtig einzeln rausnehmen und auf einen Kuchenrost abtropfen lassen. Und dann könnt ihr die euren Gästen zum Tee oder Kaffee servieren. Diese wunderschönen Kleingebäcke könnt ihr auch zum Beispiel euren Freunden oder Verwandten zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Verlobungen oder Kindergeburten verschenken. Da ist es nämlich üblich, besonderes Gebäck zu backen. Ich finde, essbare Geschenke sind eh persönlicher und schenken umso viel mehr Freude. Ob als Blume oder Krönchen, wie man hier auf den Bildern sehen kann, die bleiben immer ein Hingucker auf jeden Anlass oder jede Teetafel. Ja, somit komme ich fast zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Werk ein wenig inspirieren. Es ist zwar eine zeitaufwendige Arbeit, aber ihr könnt anhand des Resultats sehen, dass es sich wirklich lohnt. Und wenn ihr noch mehr von solchen schönen Kunstwerken sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben oder lasst es mich anhand eurer Kommentare wissen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und vor allem gutes Gelingen und bleibt bitte geduldig dabei, damit ihr euch super gelingen könnt. Ihr könnt mir auch eure nachgemachten Kunstwerke auf Instagram schicken und bin auch wirklich total gespannt drauf, wie die euch gelingen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vergisst meinen Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.